Die umstrittenste Entscheidung des Verfassungsgerichts war wohl die Aufhebung der Bundespräsidentenwahl 2016, die dann wiederholt werden musste. Alexander Van der Bellen wurde auch beim zweiten Mal gewählt und war dann letztes Jahr mit einer Situation konfrontiert, die in der Verfassung zwar klar geregelt ist, aber die es in Österreich noch nie gegeben hat. Nach der Ibiza-Affäre, der Entlassung von Innenminister Kickl und dem Ausstieg der FPÖ aus der Koalition war erstmals in der Zweiten Republik ein Misstrauensantrag gegen die Regierung erfolgreich. Sebastian Kurz und seine Minister mussten zurücktreten und der Bundespräsident hat die erste Beamtenregierung Österreichs angelobt. Damals, in dieser Regierungskrise, ist auch sein Lob auf die Eleganz der Verfassung gefallen. Aber wie elegant und vor allem wie krisenfest ist sie wirklich? Margit Feigl berichtet. Schönheit ist ein abstrakter Begriff. Sie ist das Gegenteil von Hässlichkeit und eine ästhetische Wertvorstellung. Die österreichische Bundesverfassung wird auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht mit Schönheit assoziiert. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos spricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen dennoch von der Schönheit der Verfassung. Denn gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Eleganz, die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung. Im Mai 2019 macht das Ibiza-Video die weniger schönen Seiten der Politik sichtbar. Die Folge: Rücktritt des FPÖ-Vizekanzlers Strache, Entlassung von FPÖ-Innenminister Kickl, geschlossener Rücktritt aller FPÖ-Regierungsmitglieder. Für wenige Tage gibt es eine ÖVP-Minderheitsregierung. Bis zum ersten erfolgreichen Misstrauensantrag des Nationalrats in der Zweiten Republik. Er führt zur Abwahl der Regierung. Eine Verfassungskrise bleibt dank der Bundesverfassung aus, analysiert der Politologe. Die Verfassung hat diese Probe, glaube ich, hervorragend bestanden, weil die beiden direkt vom Volk bestellten Verfassungsorgane im Sinne der Bundesverfassung hier agieren konnten und agiert haben, nämlich der Nationalrat und der Bundespräsident. Im Sinne der Verfassung haben die beiden Organe gezeigt, dass die Verfassung Handlungsfähigkeit ermöglicht, dass sie also trotz ihres Alters up to date ist. Der Rechtsstaat und somit auch die Bundesverfassung aus 1920 sind Produkte der Politik. Das heißt aber nicht, dass sich die Politik über das Recht hinwegsetzen kann. Für Aufregung sorgte im Jänner 2019 die Aussage des damaligen Innenministers Herbert Kickl. Denn ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Der Satz sei grundsätzlich richtig, sagt der Politologe, aber die Politik schafft Recht, aber die Politik bindet sich damit selbst. Das österreichische Bundesverfassungsgesetz von 1920 ist schon seit langer Zeit die zweitälteste geschriebene Verfassung Europas. Allein diese Langlebigkeit zeigt ja offenkundig, dass das Bundesverfassungsgesetz stabil ist und offenkundig auch breiten Konsens hat. Der Bundespräsident bleibt im Sinne der Verfassung im Hintergrund. Der Aussage des ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer: Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Kann Pellinker deshalb nichts abgewinnen. Sehr viele Möglichkeiten hat der Bundespräsident nicht. Möglichkeiten sind dann gegeben, wenn eine Ausnahmesituation da ist, wie im Sommer 2019. In einer Ausnahmesituation findet sich das Land auch im Jahr 2020 wieder. Das Coronavirus stellt die österreichische Bundesregierung vor neue Herausforderungen. Unter großem Zeitdruck werden Gesetze beschlossen und Verordnungen erlassen, die Grundrechte massiv einschränken, doch leider fehlerhaft sind. Der Verfassungsgerichtshof muss als Korrektiv einschreiten und hebt zahlreiche Bestimmungen wegen Verfassungswidrigkeit auf. Die Corona-Krise mache außerdem große Unklarheiten im Schul- und Gesundheitswesen sichtbar, sagt die ehemalige Justizministerin und Honorarprofessorin Maria Berger. Wir haben eine zu starke Verschränkung von Zuständigkeiten sowohl des Bundes als auch der Länder. Und hier ist es dann natürlich immer leicht möglich, die Verantwortung jeweils dem anderen anzulasten. Dennoch,
Lange Zeit war die österreichische Verfassung anderen europäischen Staaten in vielen Bereichen Vorbild. Mittlerweile sei die Verfassung teilweise veraltet. Die Juristin ortet Modernisierungs- und Nachholbedarf. Wer den Themenbereich Digitalisierung in der Verfassung sucht, wird zum Beispiel nicht fündig. Neben einem modernen Grundrechtekatalog fehlen ebenso Bürgerbeteiligungsformen jetzt über die Volksabstimmung und das Volksbegehren hinaus. Auch das wären Elemente, die eigentlich in eine moderne Verfassung gehörten. Wir haben auch noch zum Teil etwas verstaubte Bestimmungen im Sinne, dass das Amtsgeheimnis immer noch sehr betont wird und sehr stark geschützt wird, während eben Transparenz, Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten eben noch zu wenig verankert ist. Nicht erst das Ibiza-Video und die Corona-Krise haben die politische Situation in Österreich verändert. Die Parteienlandschaft ist fragmentierter, die Politik unberechenbarer geworden. Eine umso größere Rolle kommt dem Bundesverfassungsgesetz aus 1920 zu.